Nee, warte mal. Aufgabe. Das Zeug habe ich ja alles schon. Das heißt, das könnte ich mir jetzt mal holen. Dann können wir nämlich sehen, ob das Artefakt sich verbraucht oder nicht. Das wäre ganz cool, wenn nicht. Dann könnte ich nämlich. Das ist doch hier, oder? Nein, das ist nicht hier. Das war eins tiefer. Also manchmal. So, da war's. Und da war ich auch noch nicht drin. Doch, da war ich drin und bin gleich wieder geflüchtet. Ja, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen dämlich. Na gut, egal. Servus. Here are your essences. Have the orb of rebirth. Use it wisely, as you will have only one chance. Now, I must go. Okay, nur eine Chance. Das ist natürlich doof. Inventar. Das ist natürlich echt doof, muss ich sagen. Also da bin ich wenig begeistert von. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man häufiger sich quasi reskillen könnte. Einfach weil ich halt nicht wirklich eine Ahnung habe, was sinnvoll ist. Ich meine, man muss ja auch immer, man muss ja in gewisser Weise für vernünftiges Skilling auch erwarten. Also entweder du bildest halt wirklich einen Charakter und du legst dich auf eins fest, dann probierst du halt nicht alles aus. Oder du willst halt Dinge ausprobieren, neue Fähigkeiten. Ich meine, es gibt ja auch Immunitäten und sowas. Dann. Ach, eigentlich wollte ich nach oben, ne? Egal. Dann speichern wir mal. So. Dann. Also entweder man probiert halt dann Dinge aus und dann kommt man gegen später im Spiel nicht mehr weiter, wenn man sich halt ein bisschen verskillt hat. Und ich meine, das Spiel führt einen ja auch teilweise so, also am Anfang musste man auf Eis skillen, wenn man gegen einen Feuergegner gekämpft hat. Dann musste man auf Feuer skillen, wenn man gegen einen Eisgegner gekämpft hat. Oder andersrum. Und es gab dann schon immer mal wieder so ein paar widersprüchliche Skills. Und ich meine, ich bin halt vom Charakter ganz gerne einfach ein Allrounder. Ich habe übrigens 5 Punkte zu verteilen. So. Was ich ganz gerne machen würde, wären Rüstungen. Ich würde gerne Rüstungen ein bisschen hochpäppeln, damit ich endlich mal eine bessere Rüstung tragen kann. Ich habe hier im Inventar nämlich schon mal Stufe 5 Rüstung. Das heißt, ich würde eigentlich schon ganz gerne die jetzt tragen können. Es sei denn, ich gehe jetzt auf Magie. Also ich merke schon, wir hätten definitiv leicht wählen sollen. Dann wäre das alles vielleicht ein bisschen entspannter gewesen. Ich kann mich ja mal schlau machen, ob wir vielleicht noch auf leicht zurückgehen können. Ja, ich weiß, Kacknoob und so. Ist halt einfach so. Wie auch immer, ich denke, an dieser Stelle werde ich mal eine kleine Aufnahmepause machen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Unepic. Wir sind hier beim Schnabeltier. Nein, Quatsch. Ich bin hier wieder ein bisschen verspätet. Deswegen werden wir aller Voraussicht nach. Also nein. Die Folge heute fällt einfach aus. Punkt. Ah. Ich bin natürlich in der falschen Gegend. Aber das ist vielleicht trotzdem gar nicht so schlecht, hier mal ein bisschen aufzuräumen.
Einfach fällt mir ein. Da fällt mir ein, dass ich noch einen Lebenspunkt kaufen muss. So, und dann könnte ich mal einen Frosch nehmen. Vale, mein Drache müsste ja tot sein, ne? Genau. So, das heißt, ich rufe mal einen Frosch für da oben. Ich bin durch die falsche Tür gegangen, aber ich finde es jetzt gerade gar nicht so schlecht hier in der... gar nicht so schlecht, dass ich hier bin. Und ich glaube, ich kann noch Charakterpunkte vergeben, oder? Ja, ich habe 5 Charakterpunkte zu vergeben. Ich wollte auf Rüstung. Ich wollte erstmal 2 auf Rüstung, damit ich nämlich neue Rüstung tragen kann. Pam pam. So. Dann kann ich nämlich hier sagen, ausrüsten. So, jetzt sind wir nämlich ein bisschen besser geschützt. Ein ganz kleines bisschen. Was ich denke, was auf jeden Fall bitter nötig ist. So. Was ich natürlich jetzt auch noch ganz gerne können würde. Ich muss jetzt mal in meinem... Ich könnte mich eigentlich auch mal wieder in diese Hallen teleportieren. Weil ich da ja auch nach wie vor irgendwie ein Buch gekauft habe. Da oben müsste irgendwo noch diese Spinne sein. Die könnte eigentlich demnächst mal runterkommen. Genau, da ist sie. Lässt die sich fallen oder klettert die runter? Die klettert runter. Okay, sie lässt sich dann später fallen. Ich könnte A, mein Inventar mal aufräumen. Und B, könnte ich versuchen... Da fällt mir gerade ein... Ich habe hier doch noch coole Stäbe. Ich habe hier doch noch coole Stäbe. Die könnte ich doch da unten irgendwie verwenden. Lähmt für einen Moment und verlangsamt für einen Moment. Und im Inventar könnte ich auch mal wieder aufräumen. Abgesehen davon, dass ich jetzt natürlich total falsch unterwegs bin. So, und ich jetzt eigentlich auch den... Ach, Sam. So, das heißt, wir holen uns erstmal Lebensfunken. Geld haben wir jetzt ein bisschen. Geld haben wir ein bisschen. Dann gehe ich doch hier wieder aufs Schwert. So. Tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen planlos bin. Die Folge gestern, die fiel ja aus. So. Zeug hier nehmen wir mit. Satyrinnerei nehmen wir mit. Satyr hier nehmen wir mit. Wunderbar. Fässer machen wir platt, einfach nur, wenn wir es können und weil sie da sind. Nicht, dass ich dann noch groß was erwarte. So. Dann hier kaufen diverse Gegenstände. Erstmal Lebensfunken. Machen wir mal 3. So, da haben wir immer noch ein bisschen Geld. Aber eben auch wieder einen Drachen, den wir beleben können. Weil ich denke, der Drache ist echt wichtig für die Skelette. So, und dann habe ich beschlossen... Habe ich beschlossen, was habe ich beschlossen,
Ich sag's gleich. So, habe ich beschlossen, dass ich in diesen einen Raum mit den Augen gehen werde. Weil das echt jetzt echt einfach bitter nötig ist, dass ich da mal ein bisschen vorankomme. Und ich beschlossen habe, es ist ja halb so wild, ich kann mich ja einfach ein bisschen heilen und dergleichen. So, dann teleportieren wir wieder zurück, lassen uns heilen. Ja, passt. Und dann gehen wir jetzt auch schon wieder zurück in die Katakomben. Katakomben, die waren jetzt da unten, ne? Hier war's. Ja, da war's, so. Genau. So, und den Aufzug habe ich verpasst. Das ist jetzt natürlich ein bisschen dämlich. Habe ich hier auch schon überall eingedrescht? Ich weiß es nicht. So, dann gehen wir mal hier zurück. Verdammt. Okay, und das ist auch so ein Raum mit Augen, ne? Das heißt, hier gehe ich am besten auf den Bogen. Dann sage ich hier vielleicht, du. Und wir schauen einfach mal, was es hier gibt. So. Das haben wir erledigt. Dann war das jetzt gar nicht so schlimm. Gehen wir hier mal wieder auf. Ich bin gerade ein bisschen. Bisschen ruhig. Weil ich gerade sehr gespannt bin, was hier auf mich wartet. Ah. So, und da ist diese Falle, die ich jetzt noch nicht nehmen werde. Da würde ich aber auch normalerweise regulär rüberkommen, oder nicht? So, hier gibt's die nächste Quest. Ja. Yeah, but I'm not sticking around, you know? By the way, that is a beautiful silver skull-shaped key you're wearing around your neck. I am keeper of the key. Really? And what does this key open? Open Book of the Dead. I must give key to Great Necromancer. Are you Great Necromancer? Yes. Yes, I am. I am the Great Necromancer. Come on, give me the key. You must show Black Amulets. Oops. I left them in my bedchamber. I'll be back with them. Hey, Zero, what amulets is he talking about? The Necromancer's amulets. In ages past, an amulet was given to any necromancer that offered his life to the undead. Their task was to hold them, even in their tombs. Really? Then if I find the bodies of these necromancers, they might still have these amulets. Even if you find them, how could you take them without desecrating their coffins? That's easy. I just reach in and grab them. Fool! Does your lack of respect know no limits? Look who's talking! You possessed me, intending to take over my body and even kill me! It is not the same! Why not? Zero, don't argue with me, okay? Let's see if I can find these amulets. Genau. So. Dieser Typ, der hat nämlich vor überhaupt nichts Respekt. Vor keinen Toten, vor keinen Lebenden. Der hat vor gar nichts Respekt. So. Das ist die eine Geschichte. Dann locken wir den nochmal an. So, haben wir die Geschichte. Da oben gibt es wieder weitere. Mir ist der Knüppel aber eigentlich ein bisschen zu langsam. Der ist nicht viel schneller, aber der ist zumindest, Habe ich nicht eine schnelle Waffe eigentlich? So. Ist das diese... Nee, das ist nicht mal der Slicer Ring. Ach, den kann ich ja gar nicht ausrüsten. Stimmt. Habe ich nicht eine schnelle Waffe gegen... Ach komm. Was soll's. Nehmen wir den halt.